Hi, ich bin der Andi von Gizmodo und vor mir liegt das Prestigio Multipad Color 7.0 3G. Langer Name, dahinter verbirgt sich einfach ein 7 Zoll Tablet mit 3G Mobilfunkmodul. Das heißt, man kann auch telefonieren. Was natürlich Sinn macht bei einem 7 Zoll Gerät, der es ja schon fast als Phablet durchgeht. Wir schauen es uns mal an. So. Prestigio ist übrigens ein zypriotischer Hersteller, der laut eigenen Angaben vor allem in Ost- und Mitteleuropa Kunden hat. Ah ja, schön. Kommt gleich in einem hübschen weißen Leder-HP mit roter Innenseite und roter Naht. Sieht eigentlich ganz schön aus. Hier haben wir das Prestigio-Emblem aus Metall. Und innen dann das Multipad. Liegt gerade noch so schön in einer Hand von der Größe her, ist hier in Weiß, was mir persönlich nicht so gut gefällt, aber gibt es auch in Schwarz und Rot, Blau, Violett und sogar Mint. Seitlich haben wir einen Aluminiumrahmen, die Ecken sind alle leicht abgeschrägt, abgerundet sogar, und die Rückseite aus glänzendem Plastik mit Prestigio-Emblem hier. Hier sehen wir, NFC ist dabei, Bluetooth natürlich auch, ebenso wie ein FM-Radio und GPS. Und was mir auffällt bei der Rückseite ist, vielleicht sieht man es hier, die ganzen kleinen runden Linien, die von der Kamera ausgehen. Hier beginnen die Kreise und die Abstände zwischen den Kreisen werden dann immer größer bis nach rechts unten. Der Lautsprecher, den wir hier gleich sehen, links unten, für mich persönlich an einer etwas ungünstigen Position, weil ich es meistens so halten würde und dann ständig verdecke. Wir ziehen jetzt aber erstmal die Schutzfolie ab. So, wie schon gesagt, das ist ein 7 Zoll IPS Display mit ungefähr einer HD-Auflösung, genau gesagt 1280x800 Pixel. Normales HD hat 1280x720 Pixel, also hat noch ein bisschen mehr. Ja, eine Pixeldichte, die liegt bei 216 Pixeln pro Zoll. Das ist nicht besonders viel, aber ganz akzeptabel. Was dagegen etwas auf dem sehr alten Standard noch ist, sind die Kameras. Die vorne löst mit 0,3 Megapixel auf, die hinten mit 2 Megapixel. Ein Blitz ist auch nicht dabei. Auch wenn bei dem Tablet die Kamera jetzt nicht so im Fokus steht, ist es doch wirklich ziemlich schwach. Wie genau die Bilder dann aussehen, wird sich natürlich erst im Test zeigen. Hohe Erwartungen darf man nicht haben. Liegt eben auch am Preis, der bei 169 Euro derzeit liegt. Unten hat das Tablet hier seinen Micro-USB-Anschluss. Die anderen Anschlüsse liegen hier oben. Einmal hier der Kopfhörereingang. Und hier muss man erst aufklappen. Platz für den Micro-SD. Und eine SIM-Karte. Die MicroSD kann maximal 32 GB betragen. Interner Speicher sind 16 GB. Und es gibt außerdem die Prestigio Multicloud für ein Jahr kostenlos dazu. Das sind 200 GB Backup-Volumen. Innen taktet ein Quad-Core ARM A7 mit 1,3 GHz von MediaTek, dem zur Seite noch ein Arbeitsspeicher von 1 GB steht. Vorinstalliert ist außerdem Android 4.2 Jelly Bean. Aktuell wäre 4.4. Und der Akku umfasst eine Kapazität von 3500 mAh. Auch das ist nicht besonders viel für ein Tablet. Mal gucken, das könnte schon ein arger Kritikpunkt sein in unserem Test dann. Das gleiche Tablet gibt es auch in 8 und 10,1 Zoll, also noch ein bisschen größer. Außerdem sind natürlich ein Haufen Apps vorinstalliert hier. Die meisten von Google, auch ein paar von Prestigio, aber auch Sachen wie Deezer, Wikipedia, Bloomberg, WhatsApp oder McAfee Antivirus. Ja, ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Wir werden es demnächst, wie schon gesagt, ausführlich testen und
Bis dahin, ciao.